Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Battlefleet Gothic Armada 2 mit dem Chaos. Und heute wird Eldar-Blut fließen, oder besser gesagt Eldari-Blut. Kommen wir da noch hin? Jawohl, wir brauchen aber ein bisschen mehr. Wir spielen jetzt die letzten Runden für das Chaos. Weil ich glaube selber nicht mehr daran, dass wir das hier noch hinbekommen. Ne, da glaube ich wirklich nicht dran. Da muss ich mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, erstmal machen wir die platt. Und dann versuchen wir mal Trick 17. Wir springen dann, wenn die jetzt repariert sind, einfach hier rein und versuchen, die Mission zu machen, um mehr Zeit zu bekommen. Aber vorher schlachten wir mal die Eldari ab. Blut für den Blutgott. Sekundäres Ziele. Mehr Schädel für den Blutthron. Entern Sie feindliche Schiffe und töten Sie Truppen, um den Blutdurst zu erlangen. Ja, machen wir doch gern. Also, wenn es da... Das machen wir doch lieben gern. Entsendet? Nee. Okay. Wir nehmen fast alles, was wir haben. Okay. Gut, dann hauen wir rein da. Herren des Eisens, des Winds. Gegen was kämpfen wir da? Auf jeden Fall müssen wir aufpassen. Wendige Schiffe, Lanzenwaffen, glaube ich. Wenn ich mich noch recht erinnere. Und sehr schnelle, wendige, gut getarnte Schiffe. Das heißt, wir werden, die Großen werden auf jeden Fall die Kleineren rammen müssen. Wir haben ja eh nur leichte Kreuzer. Also richtig groß haben wir ja nichts, aber... Die werden wahrscheinlich auch nichts Größeres haben. So, wir müssen Punkte einnehmen. Das ist jetzt gegen getarnte Schiffe super. Also eher nicht. So, das heißt, wir machen wieder unsere beliebte Taktik. Die kleinen Fregatten an den Seiten. Die großen in die Mitte. Show us our victims. Scheiße, wir haben Quallen. Seitlich, ihr dürft schießen, ihr müsst schießen. Energie. So schnell rüber da. Seitlich, darf alles schießen. Let the galaxy burn! Gut. Cruising speed set! Frontal Feuer. So, dann nicht mehr. Ich wollte nur sicher gehen, dass er quasi Reporting. Von diesen verfickten Quallen nicht beschossen wird. Feuer. Ihr dürft sowieso auf alles schießen, ihr mehr in die Mitte. Wo ich die Punkte da einnehme. Müssen wir ein bisschen auf der Karte immer achten, nicht dass die jetzt hier quasi die fliegen frontal. Vielleicht kriegen sie noch Schaden dazu. Ziel erfasst, okay. Gut, dann Feuererlaubnis wieder entzogen. Ihr habt gleich Spaß. Ah, nach vorne preschen. Feuer. As the War Master wills. Hey. Energie. Feuer da. Oh oh. Hier erwischen wir den hinten noch. Schade, nein, erwischen wir nicht. So. Auf jeden Fall darüber. Haben wir die Punkte eingenommen? Nein. Oh, 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 oh. Schieß, mein Freund. Aber schieß. Feuer doch. Breitseite, die Qualle kommt zu nah. Oh, der ist doof. Schieß. Kurze Distanz, los. Er macht sich. Mal kurz ausweichen. Enemy ship sighted.
Und dann bist du wieder drin und kannst quasi den Punkt einnehmen. We stand ready. Einfach herkommen. Setting course. Enemy ship sighted. Your orders. Tear them apart. Die entkommen zu leicht. Nee, seitlich beschießen. 4500 Reichweite. Enemy ship sighted. Feuer frei auf alles. Dann kommt das nächste Feuer. Show us our victims. Nahkampf. Enemy ship sighted. For the war master. Freiwillige Opfer hier. Our minions rampage through their ship. Oh, der hat ja gerade unverwundbaren Schild oder sowas, ne? We stand ready. Ah, wo bleibt der Kleine hier? Ich hab doch hier ein kleines Schiff losgeschickt, da hinten. Oh, komm, du kannst doch den Punkt einnehmen. Enemy ship sighted. Na los, der ist auch fast kaputt da. Meuterei. Enemy ship sighted. So, jetzt herkommen, da, verdammte Scheiße. Ruf zu den Waffen. Das sind aber nicht die Eldari, ich hab gelogen. Das sind ja die, die Chaos. Nee, warte mal. Dunkelelfen oder sowas hießen die doch, ne? Also Dunkelelfen war es nicht. Klang nicht so bescheuert. Dark Elder. Ist doch fast Dunkelelfen. So, jetzt schicken wir mal Truppen rüber. Wo ist denn die Korn-Exzellenz? Einmal rüber Korn, bitte. Normale Energie, Feuer. Frontalschuss, Feuer. Weiter nach vorne fliegen. Du darfst nicht mehr schießen. Kurz mal boosten. Okay. Oh, oh, der andere. Geh mal schnell ausweichen. So. Und dann komm mal dahin. Energie. Und du darfst auf alle schießen. Feuer, verdammte Scheiße. Feuer! Tötet sie doch alle! Ah, schade. Let the galaxy burn! Hm, er hat den Punkt noch nicht eingenommen. Show us our victims! Hier, besiegt sie mal da. Reporting! Aber nicht noch Jäger, Bomber, irgendwas, was Spaß haben kann. Reporting. Ah, er ist schon. Doomfire's unleashed. Ui, der ist gerade explodiert. Warum das denn? Hat er nicht nur Energie gehabt? Ich muss sagen, gegen die Dark Elder habe ich noch nicht häufig gekämpft. Na, auf dem Bild sah das schon gar nicht so uncool aus. Also nicht so wie die normalen Elder. Oder Eldari, wie sie hier heißen. Bei den Elder mag ich nur die Skorpionkrieger. Die finde ich richtig cool, aber auch nur, weil sie mich irgendwie an Prädatoren erinnern. So ein bisschen. Gut. Oh, mal zwei Chaosgaben. Das freut den Blutgott. Genug Truppen rübergeschickt. Kein Schiff ist kaputt gegangen. So, das dauert mir aber zu lange mit den Reparaturen hier. Ich finde es schade, dass wir nicht Truppen untereinander tauschen können. Achso, ich falle jedes Mal drauf rein. Ich dachte, wir hätten gerade drei Punkte, aber natürlich nicht. Wollte schon sagen, wo haben wir denn drei Punkte her? Ja, ein bisschen Geld kriegen wir noch, aber wie gesagt, hier... Die Kampagne nähert sich dem Ende und hier kommt dann die imperiale Armee.
Oder Space Marines, also auf jeden Fall das Imperium. Und nimmt uns dann hier die Sektoren weg. Ah ja, und die Eldari kommen ja auch. Und ich habe nichts, was ich da entgegensetzen kann. Das Schlimme ist, wenn wir die Mission schaffen... Ah, da wäre gleich mal aufgerüstet, diese Drecksack. Wenn wir die Mission schaffen, dann... Ah ja, und dann noch 700 Punkte. Ja, Mai. Ach ja. Oh, was kann man hier noch hinzufügen? Das finde ich gut, dass man die so richtig aufrüsten kann mit Fähigkeiten. Verderbende Torpedo, Seetorpedo, der ein feindliches Schiff erfolgreich trifft, verursacht einen Moralverlust von 50 Punkten. Aha! Navigationsschilde. Abgaskühler. Macht der Verdammten. Die Reichweite von Makrowaffen wird um 4500 Einheiten erhöht. Und Lanzenwaffen um 4500. Also gilt für das Flaggschiff, okay. Dämonischer Befall. Das klingt ja alles lustig. Chaos Space Marines sind darauf. Okay, machen 10% mehr kritischen Schaden. Ich finde das mit den Torpedos interessant. Machen wir das mal. Aber die Schiffe sind nicht ganz repariert. Ja. Hinterlassen wir den das mal. Gut, das könnte unser letzter Zug sein. Ich hoffe, dass wir die Mission machen können und nicht gegen die Space Marines kämpfen müssen. Da habe ich nämlich keine Lust zu. Die Schiffe sind leicht beschädigt. Ich werde noch eine Runde... Ach, die kriegen auch diese verderbbaren Torpedos. Die zünden wir dann auf kurze Distanz. Wir machen mal einen Zug mal weiter, damit sie noch ein bisschen mehr reparieren können. Oder wir warten. Ach, scheiß Hund drauf. Wir kriegen das sowieso auf die Fresse. Ja, er kriegt dann noch ein Schiff. Jawollo. Scheiße. Ah. Das ist eine imperiale Flotte. Das ist eine Space Marine Flotte. Und das hier Mechanicum. Gut, ich versuche einfach mal jetzt da reinzuspringen. Okay, die sind repariert. Wir nehmen dann die noch mit. Die sind fast repariert. Ich glaube, die Slaughter, das war er hier. Ne, das ist er. Hellbringer war er. Ja gut, dann gehe ich mit kaputten Schiffen rein. Ich hoffe, wir kommen da auch wieder raus. Korn ist mit uns. Mission. Die verbleibenden imperialen Streitkräfte versammeln sich in Dorsia-System im Skellos-Sektor. Zerstören Sie die Flotte, ehe sie zu groß genug ist, um einen Gegenangriff zu starten. Es wird imperialer Nachschub erwartet. So, 750 Punkte hat der Feind. Das Schlimme ist, wenn wir die Mission schaffen, werden wir wahrscheinlich von den Space Marines da drin angegriffen. Ich hoffe, wir kommen weg, weil wir haben unsere Anführer dabei, also... Den, mit dem wir die Mission machen quasi, also die Kampagne, und ich will meinen Korn-Anführer. Also hier der 12. von den World Eaters, den will ich nicht verlieren. Ich finde, das macht Spaß. Die Korn-Jungs, die sind gut. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn wirklich die Flottenführer sind, konnten die früher auch so schnell aufsteigen, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich habe ja ein paar Monate Pause gemacht mit dem Spiel. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Vielleicht hätten sie es ein bisschen... This is the last known Imperial rally point. This will be a dangerous hunting ground
filled with wreckage and false signals. A good place for an ambush. Indeed. Another opportunity to prove your worth. So, zerstören die jedes Schiff der feindlichen Streitkräfte oder schlagen sie in die Flucht. You must not allow sense of ghosts to lead you into a trap. Ah, Interferenzen. You have a recommendation, Malevolence. Reach forth your hand. Let your escort vessels and squadrons uncover the battlefield's truth. Save your warships for when the Unbeliever's trap is sprung. Agreed. We'll use their own snare against them. Also ich werde einfach, ja, Interferenzen kennen wir, sind Schiffwracks. Und darunter verstecken sich die Space Marines. Die Feigenschweine. Wir werden aber eine Flotte bleiben. Wir können uns ein bisschen breiter aufstellen. Aber ich denke mal schon, hier, wo jetzt die ganzen Signale sind, werden bestimmt schon ein paar Space Marine Schiffe sein. Wenn wir Glück haben, kommen sie, wie die Mission schon beschrieben hat, nach und nach. Ups, ich bin in die Maus gekommen, weil ich noch meinen Kaffee getrunken habe. For the ruinous powers! So, sollen sie ruhig sehen. Heretic forces are converging on our position. Break and attack. Target and destroy all enemy signatures. It seems we've been detected. Good. I tire skulking amidst old bones. Mich auch. Enemy ship Feuer. Sighted. Holt ihr euch die Schweine da? Komm, mit eins gleich verreckt. Bombergeschwader raus. So. Spielt mal mit dem da. Oh, da sind gleich die nächsten. Eieieiei, komm mal zurück. Executing high energy turn. Oh oh, Triebwerke beschädigt. Cruising speed set. Reparatur. Reporting. Durch den davor. Reporting. Show us our victims. Ah, ist auch noch das Kornschiff. Attacke! Attacke! Los, Corny! Corny, mach mich horny! Ah, die Triebwerke sind im Arsch. Das ist scheiße. Das macht keinen Spaß. Doom-Geschwader! Let the galaxy burn. Oh, den haben wir gut einen mitgegeben, da hoffentlich. Ach, ihr macht das schon, ihr Kleinen. We stand ready. So, Korn hat Spaß. Feuer. Und rüber. Your orders. Da schicken wir auch mal ein paar Jungs rüber. Ah. Du musst weg, du musst weg. Oh nein, 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 nein. Nein, Meuterei auf mein Kornschiff. For the War Master. Follow your command, for now. Scheiße. Our minions rampage through their ship. Das war's mit meinem Kornschiff. Your orders. Moving to those coordinates. Reporting. Fuck it, ey, fuck it. Ah. Geh weg, ich brauch mein Kornschiff. Nein! Nein! Korn ist enttäuscht von mir. Verdammt, ey.
Wir haben Korn nicht mehr auf unserer Seite. Los, Bombergeschwader, rauf da! Vielleicht gehen die Schilde weg, dann kriegen wir sie gleich vielleicht. Feuer. Exekutieren. Verräterschweine. Ach, der lebt ja immer noch, verdammt. We stand ready. Mann, ey, das ärgert mich voll. I cannot master. Oh, da hinten sind auch noch welche. Aber erstmal auf den Einzelnen da. Das sieht gut aus. Feuer auf den da. Ich glaube, unsere kleine Fregatte werden wir gleich verlieren. Aber vielleicht nehmen wir noch hier was mit. So, Bombengeschwader. Ah, scheiß Dark Angels. With your assistance, I can neutralize the command crew of the Vengeful Justice and leave the vessel ripe for capture. Who are you? Na, flieg mal lieber hier hin. Nicht da rein. I am Arben Talus, forerunner of the Alpha Legion. I can do as I claim. All you need do is stand ready. Truly, this is a sign of rising fortunes. Trust to the Scion of Alpharius. Engage the foe, but spare the Dark Angel's flagship. Very well. Ich habe jetzt nichts mitgekriegt. Ich bin hier gerade mit meinen paar Flotten hier noch unterwegs. Und normal Energie bitte. Doomfire's unleashed. Und wunderbar. Nächste Ziel scheint wahrscheinlich voraus zu sein. Aber kurze Distanz. Ah, wir müssen Abfangjäger starten. Abfangjäger, Abfangjäger. Können wir nicht. Scheißen Dreck. Verdammte Axt. Habe ich noch ein Schiff dazu gekriegt, oder was? Hä? Reporting! Ja, eins kriege ich noch dazu. Ah, da ist es. Oh! Das hat's gerade zersenkt, was immer das war. Wir sammeln. Kriegen wir hier so einen Blitzschlag da rein? Kriegen wir nicht. Truppen rübersenden? Kriegen wir. Dann schicken wir dich zurück. Und stopp. Cruising Speed set! Achso, wir sollen die, das Dark Angel Schiff ist das wohl. Das sollen wir orten auf jeden Fall. Okay. Bombergeschwader! I have blast doors rigged to seal off the bridge. Send your strike teams and the vessel will be ours. Stand ready, Talus. Strike teams are mobilizing. Make haste, they're tracing my signal. Output transmission detected. Ach, das sind ja sehr viele. Verdammt. Find and kill him.
is no time for delay. Whoa. Ach so, seitlicher Beschuss, scheiße. Show us our victims. Eins, seitlicher Beschuss, kurze Distanz. Gut, das war eine Fregatte weniger. Und gucken rüber. Los. Bomber. Ah, hier auf den hinteren. Ah, nicht gut, der ist gleich der nächste, der weg ist. Successful, Master. Scheißendreck. Your orders. Der meutert. Show us our victims. Eige Sau, ey. We stand ready. Ja, den lassen wir noch mal da. Falls das Schiff in die Nähe kommt, versenkt er es. Ach, seid ihr im Beschuss, verdammt, du kleine Fregatte. Jetzt reicht's mir hier. Stoßen wir mal hinten an. Oh, weg. Und das war doof. Ich wollte eigentlich auf den einen da, naja. Jetzt haben wir unsere Schilde versenkt. Escort craft lost. Master Coryle is dead. The bridge is under our command. Resistance elsewhere is fading as we vent the compartments into space. Diagnostics reveal moderate system loss. He has done well. If shielded, he may prove a valuable asset. Agreed. Talus, bring your prize under control. I'll order the fleet to give you what protection we can as we destroy the rest of the Loyalist fleet. My thanks. Show us our victims! Ich habe so mega das Gefühl, das ist unsere letzte Schlacht. Aber so richtig. Repair the damage at once. Na los. Ah, der ist auch wieder auf einmal falsch angegeben hier wahrscheinlich. Our minions rampage through their ship. Oh, fuck it. Haben. Oh, was ist das denn? Das ist mein Schiff? Oh. Haben wir das erobert oder so? Dann ziehen wir das doch mal da rein. Energie! Space Marine! Cruising Speed set. Wusste gar nicht, dass wir ein Schiff übernommen haben. Dann habe ich denn das gemacht? Reporting. Swift Death Squadron seeking prey. For the Dark Gods. Los, alle Mann, ran da. Ah, das war wahrscheinlich die Alpha League, die sich da gezeigt hat. Warte mal. Da muss doch bestimmt weg, oder? Moving to those coordinates. Weil da ist ja ein Anführer drin, sehe ich gerade. Den wir quasi da weggeopfert haben. As the War Master wills. For the War Master. Tja, der War Master existiert nicht mehr lange, mein Freund. Prepare my ship or else. Versenken, ja, das war's. Oh, scheiße. No, we must escape.
Jetzt machen wir taktisches Versenken. The vengeful justice has been destroyed. Our agents are slain. You have failed. Ups, das war wohl das Schiff von meinem Anführer. Gut, Kampagne ist damit, ja, richtig gescheitert. Und ich weiß noch nicht, was ich falsch gemacht habe. Wahrscheinlich hätte ich doch die ganzen Planeten der für die Chaosgötter nicht opfern sollen. Ja. Da muss ich mich erstmal in mich gehen, weil mit der Niederlage, klar, Kampagne ist gescheitert, aber wenn wir die Mission nicht schaffen, da weg, also wir müssen die Mission schaffen und wir mussten schaffen, da wegzukommen. Wir hatten ja nicht mal ewig Runden Zeit. Und da wir ja keine Einkünfte hatten, konnten wir auch keine größere Flotte bauen. Wir hätten ja auch die nächsten Runden, hätten wir weiter gewartet, die Space Marine im Rücken gehabt. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach wahrscheinlich diese ganzen Systeme den Chaosgöttern geopfert. Ich glaube, das war falsch. Das sollte man wahrscheinlich eher ausgewählt machen. Weil so haben wir keine Einnahmen gekriegt. Und im ersten Sektor hatten wir kaum Planeten, die, die wir hätten, die Geld gebracht hätten. Das ist das Problem. Gut, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt und wenn ich die Kampagne nochmal neu starten soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, ja, ich wollte euch mal ein bisschen die Kampagne zeigen. Das habe ich gemacht mit ein paar Runden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem amüsiert und wenn es euch auch gefallen hat, wenn ich weitermachen soll, lasst doch mal ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.